Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. So, der Winter ist ja eingebrochen, beziehungsweise angebrochen. Ich bin dabei fleißig Sachen vorzubereiten. Ich mache jetzt auch ein bisschen Gemüsebrühe aus dem Zeug, aus Auberginen und mache abwechselnd mal Trauben, mal anderes in dieser Presse. Produziere jetzt schon Bier und sowas. Unten im Keller müsste es immer noch... Nein, es wird langsam fertig. Gut. Kümmere ich mich noch darum. Kann ich auch ein andermal machen, prinzipiell. So, wobei... Doch. Ah ja, wir haben einen Gast gehabt. Die geht jetzt wieder. Oben ist es schmutzig. Hab ein bisschen Geld verdient, aber nicht sehr viel. Einfach bloß, um über die Runden zu kommen. Die Katze habe ich mal vergessen zu füttern. Jetzt ist sie schon immer so glücklich. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache mit der Katze. Das nervt eigentlich. Genau, unten wollte ich eigentlich schon gleich wieder was reintun. Denn ich habe ein paar Sachen zu machen. Ordentlich reifer Gin. Oh ja, das ist viel Gin, der jetzt schon mal fertig ist. Aber das Porterbier und das tue ich mal. Gut. Wird hier direkt wieder Neues hergestellt. Okay. Daran wird es nicht mangeln. Ich habe hier auch noch... Ja, Säfte habe ich auf jeden Fall noch genug. Genug. Wohlgemerkt, viel genug. Das passt. Ich habe hiervon genug. Ich habe ein bisschen was zu essen. Da kann man auf jeden Fall Kohle mitmachen. Getränke, alles noch über 20. Das ist alles kein Thema. Absolut kein Thema. Dann habe ich draußen schon alles gegossen und ich wollte eigentlich heute mit euch den Winter mal begehen. Wir wollen mal uns in der Gegend umschauen, ob irgendwas sich verändert hat, was sozusagen gerade wächst im Winter. Ich glaube, am dritten Tag kann man das gut erkennen. Die Oliven konnte ich zum Beispiel ernten. Daneben ist ein Haselnussbaum. Der hat aber noch nie Haselnüsse getragen. So Nussbäume. Ja, ich habe noch außer dem Haselnuss... Oh, wobei, Walnuss. Ich glaube, einer der Bäume, den ich jetzt gepflanzt habe, ist Walnuss. Weswegen bin ich hier? Ich glaube... Ah, shit. 9 Stück brauche ich noch, oder? 9 Kürbis. Was genau 9? Ja, ich hätte nochmal nachschauen sollen. Ich glaube, es sind genau 9, die mir noch fehlten. Damit ich das Feld auch noch voll bekomme und damit... gerade Maximum wachsen kann. Ich habe ein bisschen erweitert. Hier habe ich zum Beispiel Lücke aufgefüllt. Hier drüben habe ich ein komplettes neues Feld gemacht. 9 mal 9. Genau, 9 fehlen da noch. Ansonsten wächst hier schon Kürbis. Ein paar Kartoffeln hatte ich anscheinend noch übrig von der letzten Ernte. Von meinem ersten Skill, dass ich sozusagen Sachen bekomme. Und naja, theoretisch... theoretisch habe ich Personen eingestellt. Heißt, ich sollte was machen können und währenddessen wird Geld produziert und Sachen verkauft. Dementsprechend bleibe ich aber erst nochmal hier drin. Die letzten Male kamen meine Angestellten nicht, deswegen bin ich ein bisschen unsicher. Achso, da habe ich noch Melonenjuice. Ja gut, der muss erst weg, das stimmt. Okay, die Haushälterin ist schon mal da, das ist gut. Und der Kellner ist auch da, auch gut. Die kam nämlich gestern in-game nicht. Ich befürchte, weil ich überhaupt kein Geld hatte. Also, dass sie sozusagen erst kommen, wenn sie initial einen Lohn bekommen. Frech, nicht wahr? Der will sowas, stelle ich dahin. So, wenn die anderen beiden kommen, dann bin ich frei, mit euch zu erkunden. So. So sieht's aus. Gut. Also, das da. Füllen wir auf. Mm-hmm.
Habe ich noch Melonen? Ja, ich habe noch Melon Juice. Der muss vorher weg. Ich behalte die jetzt mal erstmal im Inventar, weil auf meinem Rückweg muss ich wahrscheinlich hier auch alles auffüllen. Gut, in der Zwischenzeit wird hoffentlich viel Geld verdient. Ich habe 3 leere Zimmer, das bedeutet, 3 leere Zimmer werden gut Geld produzieren, hoffentlich auch mal. Ich habe nichts auf dem Markt zu suchen. Hier wachsen die Bäume, die brauchen, glaube ich, ja, mehrere Wochen, bis sie gewachsen sind, bis sie tragfähig sind. Und ansonsten schauen wir uns einfach an, was es hier so gibt. Ah ja. Man sieht jetzt schon, es gibt immer noch diese X-Felder. Und die Äste stecken jetzt aus dem Schnee heraus. Sieht schön aus. Sieht anders aus. Das ist ganz witzig, dass man so Sachen zertreten kann, aber sonst haben sie keine Bedeutung. Fleisch. Her damit. Kann man zu einem leckeren Fleischspieß umwandeln, wenn man die nötigen Kürbisse hat. Bisschen Müll. Hier wächst nichts. Ich sehe keine Pilze. Ich sehe keine... Das dort oben... Was für ein Baum war das nochmal? War das ein Mangobaum? Winter bedeutet bisher nicht viel. Die ganzen Erze sind zu... Interessant, schaut euch das an. Die Fläche ist wie vereist. Aber da gerade was... Da hat sich doch gerade was... Wollte gerade sagen. Noch mehr Fleisch. Ja, vielleicht ist ja im Winter die Fleischquote erhöht. Also die Wildtierquote sozusagen. Das... Oh. Okay. Der Wasserfall ist gefroren. Mensch, ist es hier kalt, wenn der Wasserfall gefroren ist. Würde ich mich gerne dort durchschlagen. Der gefrorene Typ ist wahrscheinlich immer noch gefroren. Ich finde es schade, dass es da noch keinen weiteren Inhaltscontent gibt. So eigentlich... Oh, gefrorene X sogar. Ja. Wobei, das Wasser schmilzt jetzt nicht. Ein bisschen anders sieht es schon aus. Ja, die sollten ruhig ein bisschen mehr Story-Content reinbringen. Ich glaube, feature-technisch ist da schon sehr viel drin, aber jetzt fehlt ein bisschen... Ja, ein bisschen Fleisch auf den Rippen für dieses Spiel. Die haben gut Geld verdient, während ich weg war. Ich fülle mal die Getränke auf. Nicht, dass da irgendwas leer geht. Oh, wobei, nicht notwendig. Halt, da will jemand Pause machen. Inakzeptabel. Muss man einfach bloß mit ihr reden. Wie sieht's aus? Pause ist vorbei. Genau. Dann gehen wir mal runter. Unten ist es vielleicht spannender als oben. Oben ist so... Ja, oben ist so teasermäßig, finde ich, das obere Gebiet. Man sieht, dass da an allen Ecken und Enden theoretisch noch Platz für Content und Wege ist, aber so wirklich ist da nichts. Hier unten sieht es schon ein bisschen abgeschlossener aus. Also hier unten erwarte ich eigentlich... Ja, wobei, am Strand gibt es ja doch die eine Höhle, die durch den Stein verbaut ist. Den muss ich da in der Nacht hin? Den habe ich echt... Also den NPC, der hier irgendwie mit Vogelzeugs aufdrehen will, den habe ich bis das eine Mal im Video nie mehr gesehen. Ich glaube, da muss ich nachts vorbei, wenn der Wagen da ist. Hier ist auf jeden Fall kein Hühnchen. Schade. Tja, für die Tiere werde ich viel Materialien noch brauchen. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, noch ein paar Materialien zu machen. Zeig mir mal kurz nochmal bauen. Ich brauche für einen Stall... Ich kann 2 Hühnerställe bauen. Okay, 15, 15, 60 Gold. Ich brauche ordentlich Bretter, 100 Bretter, 60 Nägel, 35 Zement oder was auch immer das ist. Ja, von den Materialien ist es kein Thema. Ich brauche halt das Geld. Das ist nicht wenig Geld. Geht von meinen Kürbispauschale runter. Okay, Beeren gibt es keine im Winter.
Ja, gut. Der Winter ist dann relativ entspannt. Man kann sich wirklich auf alles auf dem Hof bzw. auf der Wirtschaft dann konzentrieren. Oliven, einzige Ausnahme. Oliven wachsen. Ich habe auch schon mal getestet. Also, ich kann einfach den Olivenbaum bei mir daheim. Moment, kann ich hier Olivenbaum fällen? Nein. Aber bei mir meinen eigenen Olivenbaum kann ich fällen und dann kriege ich auch den Setzling wieder. Das ist schön gemacht. Es wäre blöd, wenn man den einmal setzt und dann will man woanders hinsetzen und hat man es verloren. Das ist teuer. Zumindest am Anfang. Irgendwann hat man das Geld. Oh! Oh! Die blühen? Anscheinend gibt es Winterorangen. Das müssten die Orangenbäume sein. Oh, Orangenbäume hätte ich gerne mehrere. Genau, aus den die Orangen sind eine Zutat, die mir nur für ein anderes simples Rezept fehlt. Wenn ich davon mehr hätte, ja, das wäre schon nicht schlecht. Hätte ich ein weiteres Rezept dauerhaft auf der Karte, wenn ich sie denn auf meiner Farm dauerhaft bekäme. In guter Menge. Ich werde auf jeden Fall dann morgen, wenn sie heute blühen, muss ich vielleicht morgen hier, in-game morgen hier vorbeilaufen. So, wie sieht der Strand zur Winterzeit aus? Hier, also Coconuts sieht es nicht so aus. Muscheln, der Felsbrocken. Ach, wenn die wenigsten hier irgendwas hinbauen, irgendeinen Hinweis oder so. Kommt bestimmt irgendwann noch. Gibt es hier unten irgendwas? Das Meereswasser ist natürlich nicht gefroren, zu salzhaltig wahrscheinlich und nicht zu kalt. Kunstküter meines Vaters, blablabla. Ja. Alles irrelevant. Weiterhin. Das ist auch ein bisschen schade. Bis auf die... Also die Jahreszeiten haben halt null Bedeutung. Eher für die Wirtschaft. Was es halt zur Auswahl gibt. Sonst gibt es noch keinen großen Unterschied. Wilson! Danke für die Siegel. Ich erinnere mich noch, dass ich ganz viele Siegel ausgegeben habe für diese Tischdeckchen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt habe, dass umso mehr man einsetzt von einem dekorativen Item, umso schlechter wird's. Hätte man die Siegel auch für was Besseres ausgeben können. Aber naja. Die kann ich zumindest verwenden, um die Räumlichkeiten zu verbessern. Gut, es geht wieder auf Nacht zu. Das ist auf jeden Fall schön. Orangenbäume, ich hoffe, da kriege ich... Da habe ich mal Glück und kriege einen Setzling. Die hätte ich gern. Wobei, die werden dann vermutlich erst im Herbst, oder? Waren sie im Sommer? Ich glaube, Herbst waren sie. Herbst und Winter? Haushälterin, mach bitte warm. Danke. Warum machst du Pause? Was soll das? Ho, direkt erwischt. So, der Laden läuft. Der Laden läuft. Wobei. Es fehlen... Kerzenhalter. Die könnten wir bauen, oder? Kerzen. Da, einfacher Kerzenhalter. Vor zwei. Kann ich irgendwas Besseres machen? Hier hinten vielleicht? Irgendein fancy Kerzenhalter? Mörtel. Wie viel Mörtel habe ich? Oh ja, genug. Genug. Na gut, einfacher Kerzenhalter, der ist. 1, 2, 3. Ich krieg Minus, weil es so dunkel ist. Schauen wir mal hier rein. Ich habe schon lange nicht mehr hier reingeschaut. Zwiebelring mit Trocken. Das kriege ich, glaube ich, hin. Gekochte Meeresfrüchte mit Kalmar kriege ich auch hin. Mit Roggen. Zwiebelringe. Oh. Habe ich welche mit Roggenmehl?
Habe ich welche hier vielleicht mit rum? Zwiebelringe. Aus Koko. No! Habe ich noch nicht. Okay, den Auftrag kann ich nicht erfüllen. Na gut, das andere aber. An das ich mich nicht mehr erinnern kann. Weil mein Gehirn klein ist. Viel zu klein. Moment. Mal abbrechen. Weißwein fehlt. Okay. Ach. Ah ja, Meereseintopf mit Kalmar. Da können wir mal eine Quest machen. Da hinten? Ja. Renn hin. Verprügel die Person. Draufhauen. Ah ja. Schlägerei. Genau. Ja, Kerker, die Person leuchtet sind da. Lass dein Geld da und geh wieder, bitte. Ist nicht erwünscht. Kerzen da reingetan. Ich dachte, das macht die Haushälterin tatsächlich. Ich wollte nämlich jetzt schauen, ob die Haushälterin... Nein. Ich wollte wissen, ob sie die... Ich dachte, sie macht das mit den Kerzen. Naja. Schon fast 10 zusammen. 10 Geld. Ist doch ganz gut. Feuerholz. Feuerholz könnte man wieder was machen. Wie sieht es eigentlich generell aus? Ich brauche mehrere, über 100 von den Brettern. Wir haben so wenig, Jungs. Ja, Bretter muss ich auf jeden Fall machen. Ich brauche auch Feuerholz. Und von den Brettern brauche ich ein paar. Wie sieht es mit den Nägeln aus? Da brauchen wir auch ein paar. Ja, kann man mal sortieren. Oh, jetzt wäre der nächste Schritt Stack auf 100, auf 999. Das wäre geil. Dann machen wir ein paar Nägel mehr. Oh, ein bisschen Eisen mehr. Sind wir mal hier draußen ein bisschen geschäftig. Ja, warum nicht? Mehr Mörtel. Du. Genau. Ah, da wolltest du ihn auch wieder reintragen. Der Job aufzupassen, dass sie nicht so lange Pause machen. Wie es mich nicht interessiert, dass ich... Ich will die halt nicht aufsteigen lassen, weil sonst verlangen sie mehr Geld. Das ist unangenehme Belegschaft, die einfach mehr Geld verlangt, wenn sie mehr Fähigkeiten erlangt, sozusagen. Da bräuchte ich schon Fähigkeiten, die sozusagen es ausgleichen, dass sie mehr Geld verlangen. Darum habe ich noch nicht den Wert oder den Fokus gelegt. So, wir machen jetzt... Ich kann die Zwiebelringe nicht herstellen, aber ich kann das herstellen. Nein, das war was anderes. Shit. Moment. Doch, das. Aus Kalmar. Den hätten die gern. Ich dachte auch, die Haushälterin füllt das Wasser auf. Tatsächlich. Ein Fehlglaube mein. Oh, ich sehe gerade, der Gin ist. Der Gin ist an. Das geht zur Neige. Das kann auch gefüllt werden. Wo diejenige, die aufpassen soll, dass sie keine Pause machen, macht Pause, stimmt's? Mädel, wieder rein mit dir. Verprügel die Gäste, wenn sie nicht Trinkgeld hinterlassen. Ich möchte hier amerikanische Verhältnisse beim Trinkgeld etablieren. Oh, da muss ich jetzt wahrscheinlich skillen. Amerikanische Verhältnisse muss man skillen.
Noch nicht schlecht. Wobei, bringt nicht viel. Bessere Sachen. Produzieren, produzieren, produzieren. Wie sieht's denn mit der Belegschaft aus? Belegt, belegt, eins ist noch verfügbar. Sehe ich auch, wie lang die belegt sind? Nee. Ein Gast darf gerne noch kommen. Gäbe noch gutes Geld. Für mich natürlich. Was anderes ist auch nicht relevant. Nur ich selbst. Sehr geschäftig das Treiben hier drunten. So, gekochte Meeresfrüchte mit Kalmar. War eine Bestellung. Eine Ladung davon. Ich glaube, ich habe noch keine Quest da abgeschlossen, oder? Deswegen. Katsching? Katsching. Ah, Zwiebelringe mit Roggen. Ich hätte Roggen vielleicht kaufen können auf dem Markt. Aber der Roggen muss erst wachsen. Viel auf den Feldern. Ja, muss erst wachsen. Ja, hier werden tatsächlich noch zwei Kürbissamen. Die wären nicht ganz schlecht. Sonst sieht es eher übersichtlich aus. Holz. Zwecks Holz habe ich mir auch was überlegt. Wie das mit dem Holz weitergehen soll. Oder generell, wohin ich tendenziell die Sachen, also die Gebäude hinstellen möchte. Wenn hierüber die Bäume wachsen, ich gehe mal davon aus, ich krieg noch jede Menge Bäume, dann wäre hier rechts eventuell Platz oder unten. Hier unten im Eck. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich könnte mir vorstellen, unten im Eck. Eigentlich hätte ich lieber oben. Ja, hier. Wenn die hier nebeneinander hinpassen würden, wäre das schon ganz nett. Oh shit. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber gut. Wurde jetzt das letzte Zimmer belegt? Nein, wurde nicht belegt. Frechheit. Warum? Wissen wir nicht. Warum der Kellner nicht nachkommt? Weiß ich auch nicht. So, ich muss das Licht ausmachen. So, tschüss. Und ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Wirtschaft ordentlich brummt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.